Hallo und willkommen bei How2 Buddies. In diesem Video geht es um die Einstellung der Beleuchtungsdauer auf eurem Motorola Moto G73. Und zwar ist es nämlich so, dass der Bildschirm nach einer Minute der Nichtbenutzung in den gesperrten Modus zurückfällt und eben einfach ausgeht und wir den dann erneut entsperren müssten, was zum Beispiel zu meinem Nutzungsverhalten nicht passt. Ich lege das Gerät gerne mal ganz kurz zur Seite und möchte dann eben nicht direkt meinen PIN neu eingeben müssen. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr die Beleuchtungsdauer bzw. den Bildschirm-Timeout eben ändern könnt. Dazu wischen wir einmal oben in unser Menü, drücken auf Einstellungen und im Anschluss auf Display. Dort heißt der Menüpunkt unter Displaysperre Display automatisch ausschalten und wie schon gesagt geht das hier momentan nach einer Minute ohne Aktivität. Da klicke ich einmal drauf und habe hier verschiedene Möglichkeiten. Noch kürzer möchte ich in diesem Fall natürlich nicht. Ich stelle das Ganze jetzt auf 5 Minuten, das reicht mir. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das auf 10 Minuten oder auf 30 Minuten zu erhöhen. Das möchte ich jedoch nicht, denn es kann ja sein, dass ich mein Handy mal zur Seite lege und dann mal den Raum verlasse oder was auch immer. Und dann könnte jeder quasi in den nächsten 10 oder 30 Minuten Zugriff auf mein Handy haben, ohne eben den Code einzugeben. Deswegen habe ich jetzt auf 5 Minuten eingestellt. Das kann man jedoch jederzeit wieder ändern. Ich hoffe, das Video zum Thema Beleuchtungsdauer auf eurem Motorola Moto G73 hat euch gefallen. Wenn das so ist, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!